Etwas mehr als ein Jahr ist vergangen, seit wir das letzte Mal bei den Gutsherren in Turo vorbeigeschaut haben. Also höchste Zeit zu sehen, was sich alles getan hat. Das Gutshaus Turo bei Brühl im Januar diesen Jahres. Schon von außen wird deutlich, dass sich seit unserem letzten Besuch vor einem Jahr wieder einiges verändert hat. Direkt ins Auge fallen die neu eingebauten Kellerfenster, die Mauer samt Gartentor und das Gewächshaus mit angeschlossener Sauna. Das ist aber noch lange nicht alles. Die Gutsherren Marcel und Leo blicken auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr zurück. Eigentlich geht es uns sehr gut, wir haben das ganz gut hingekriegt, das letzte Jahr. Und starten jetzt eigentlich ganz positiv in neue Projekte wieder. Aber wie sollte es jetzt in Turo auch anders sein? Die Steine, die jahrelang vor dem Haus lagen, wurden nun zu einer Mauer formiert. Der Bau der Mauer vorm Haus war nicht nur für die Gutsherren ein Highlight. Gestern war noch super entspannt dabei, ne? Dann ging ja morgens dann auch schon recht früh dann der Mixer an, das erste Mal, dass er dann eine Mischung gemacht hat. Aber die dann alle freudestrahlend raus, oh ja, jetzt der Torpfosten, oh toll, und wie geht's denn weiter? Und ja, es war dann einfach schön, über den Sommer zu sehen, wie das ganze Projekt einfach so aus dem Boden wächst. Ne? Also es war ja erst nur aufgezeichnet auf so einem blöden karierten Blatt, einmal so kurz durchskizziert, Marcel per WhatsApp geschickt und dann so, guck mal, wollen wir so machen, ja. Und dann sieht man auch einmal, dass da draus dann was wird. Ne? Und das war jetzt schon schön, dass das so Gestalt angenommen hat. Und dieser Parkplatz, der ja vorher war, im Prinzip jetzt wirklich durch so einen Garten ersetzt wurde. Gleich hinter der Potsdamer Mauer, wie Marcel sie gerne nennt, befinden sich jetzt ein Gewächshaus und eine Sauna. Genau, die Sauna war dann schon Ende letzten Jahres, war die fertig. Da waren die ersten, glaube ich, an Silvester denn drin. Das hat natürlich prima geklappt. Hat sich auch ja während des Bauens eigentlich so entwickelt. Das war ja auch alles gar nicht so geplant. Und eigentlich sollte die Sauna ja mal im Haus unten sein, hier im Souterrain. Und jetzt haben wir sie dann draußen. Aber ich finde es echt schön. Ja, wir haben die Fenster noch gerettet aus dem alten Vorbau. Und die waren dann noch überstanden im Keller rum. Und da habe ich gesagt, wie wäre es denn, wenn wir da einfach eine große Panoramafläche schaffen und dann das Saunahaus quasi eröffnen, sodass man eben wirklich dann in den Park und in die Felder gucken kann. Und das war dann irgendwann doch die bessere Alternative zum Kellerfenster und da irgendwie aufs Erdgeschoss gucken, ne? Oder so. Leo hat schon weitere Pläne für den Bereich hinter und neben dem Haus. Und das Schöne ist, ne, Marcel wollte ja gar keine Wege im Park haben und jetzt haben wir ja das erste bisschen wassergebundene Wegedecke ja dann eben auch vom Gewächshaus am Kräutergarten angelegt. Und ich glaube, den Stich für nächstes Jahr, dass wir einmal dann zum Ball rüberkommen, den habe ich jetzt auch schon genehmigt bekommen. Ne? Tatsächlich? Ja. Ich weiß es nicht. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Komm, sag es. Nein. Du magst Wege. Oder? Nein. Einmal vor der Kamera, bitte. Ne? Okay, ich mag Wege. Sehr gut. Die Wege durch den Park hinterm Haus sollen irgendwann mal von einer Terrasse aus betrachtet werden können. Doch die? Die steht, aber nicht fertig. Aber das ist, wir haben uns tatsächlich letztes Jahr, wir haben das eigentlich schon organisiert gehabt, also auch jemanden, der das denn macht, und haben tatsächlich für uns beide entschieden, dass wir in diesem Zeitraum das nicht haben wollten. Das hätte auch wieder viel, viel Arbeit und Stress und natürlich auch viel Geld bedeutet. Und das wollten wir einfach in 2022 nicht ausgeben dafür. Ja. Es gab dann noch andere Projekte, die dann anstanden, die einfach wichtiger waren, als die Terrasse dann ranzusetzen. Und dann wäre wieder genau das passiert, dann wäre es im Winter fertig gewesen. Zum Schneeschippen, toll, braucht kein Mensch. Mhm. Und ja, haben wir es erstmal sein lassen. Genau, stehe ich auch zu. Was auch sonst. Die letzte Ferienwohnung, das Turmzimmer, sah bei unserem letzten Besuch noch so aus. Gut ein Jahr später ist es nicht mehr wiederzuerkennen. Turmzimmer haben wir ja, also erstmal im Januar angefangen, in klirrender Kälte, direkt gute Vorsätze zum neuen Jahr, jetzt räumen wir die ganze Butze mal aus, das war ja unser Lager auf 70 Quadratmetern. Und dann Stück für Stück wieder Raumstrukturen reingezogen. Also erstmal einen Fußboden und eine Decke, was es ja beides nicht so richtig gab. Und ja, dann die Wände gezogen und eine Dreizimmerwohnung draus gemacht im Prinzip, ne?
Die größte Freude war natürlich für mich, erstmal alles rauszuräumen, zu entsorgen. Alles, was ich sowieso nicht haben wollte, das hat schon Spaß gebracht. Und wie dann dieser Raum plötzlich leer war, hast du ihn natürlich auch erstmal so wahrgenommen. Also wenn da immer so viele Sachen drin rumstehen und jetzt machen wir hier mal noch ein Apartment draus. Da habe ich, das konnte man sich zwischenzeitlich gar nicht so vorstellen. Und bei der Raumlehre dann und dann anschließend bei der Aufteilung, das ging ja dann doch am Anfang dann relativ schnell, so eine neu geformte Ferienwohnung zu sehen, das war ganz interessant. Weil das hatten wir so gesehen, mache aus einem Raum mehrere Räume und daraus wird dann eine Wohnung, das gab es bis jetzt ja hier auch noch nicht. Ja, sonst waren eben die Raumstrukturen ja immer vorgegeben und wir haben dann das Beste aus dem gemacht, was uns das Haus vorgegeben hat. Und hier war mal wirklich verhältnismäßig freies Gestalten möglich. Und ja, dann saß ich dann da und habe ein bisschen hin und her gezeichnet und geguckt, okay, wo müssen die Türen, wo geht das Badezimmer noch hin, dass es eben möglichst authentisch zu den Zimmerfluchten sonst aussieht. Ne? Dass man jetzt nicht denkt, oh Gott, da bist du jetzt in einem Neubau drin, sondern eben auch die Türen nachbauen lassen, den Originalen hier aus dem Haus entsprechend, dass es einfach wirkt, als ob das Haus weitergeht. Ne? Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Ja, fühlen sich alle ganz wohl. Also ich gehe da auch immer gerne rein, auch zum Saubermachen, liebe ich auch immer. Also deswegen muss sie gut sein. Kommt gut an. Thema ist tatsächlich so ein bisschen orientalisch, so ganz leicht. Also nicht, dass es zu übertrieben ist, aber so eine gewisse Grundnote, dass man dieses Orientalische da in diesem Turmzimmer so spürt. Das wird ja auch natürlich so ein bisschen vorgegeben durch die Fenster. Die haben ja so eine Anmutung eines, ne, diese Form. Und darauf haben wir das ja letztendlich auch ein bisschen aufgebaut. Und daher war das dann auch ganz schnell klar, wie machen wir es inneneinrichtungsmäßig, dass es nochmal wieder sich von allen anderen Wohnungen abhebt. Ja. Es scheint, dass das Gutshaus Turo nach nun 9 Jahren fertig ist. Oder? Wir sind fertig. Naja, fertig ist man ja nie so richtig, aber also das Obergeschoss ist jetzt auf jeden Fall an Raumkapazität maximal ausgereizt. Also hier passiert nichts mehr. Wir hatten ja überlegt, den Dachboden irgendwie noch auszubauen. Da ist ja quasi noch ein ganzes Mezzaningeschoss und 450 Quadratmeter Spannung, Spaß und Spiel für Gutsherren. Aber wir haben uns erstmal entschieden, das so zu lassen, weil letzten Sommer, als das Haus voll war, war es auch wirklich voll. Also hat man das erste Mal gemerkt, das reicht. Und ja, dann könnt ihr ja jetzt Urlaub machen, ne? Euch zurücklehnen und entspannen und ein bisschen was Pause machen. Was hat er da gesagt? Urla. Das ist etwas, wenn Menschen mal sich was vornehmen, glaube ich. So mit Freizeit, ne? Sowas in der Art ist es. Ja, aber das Haus ist doch fertig jetzt. Naja, es gibt ja noch andere Projekte, die man machen kann, ne? Andere Projekte erzähl mal. Naja, wir sind so. Man muss ja auch mal sich mit. Ich finde ja immer, es ist immer schön. Hier sind ja, es ist ein großes Haus mit großen Räumen. Und wenn man jetzt ein kleineres Haus hat mit kleinen Räumen, haben Leo und ich gedacht, fühlt sich das vielleicht auch mal ganz gut an. Das ist dann mal so eine ganz andere Dimension und man stellt plötzlich fest, wie schnell man in so einem Raum sich einmal so dreht und dann auch einen kleineren Raum vielleicht an einem Tag selber auch mal fertig bekommt und so. Und ich glaube, wir brauchten sowas mal als kleine Herausforderung, mal sowas ganz anderes zu machen oder zu spüren. Um das mal so anzudeuten. Das, was Marcel und Leo andeuten wollen, steht in Schwerin-Wüstmark und ist ein Reetdachhaus. Was machen wir mit Wuselinchen? Kommt alle mal kurz raus, Wuselinchen. Ja, fein. Ja, fein, Schatz. So, wunderbar. Mani, komm. Einmal in die Küche, ne? Na komm. Ja, würde ich sagen. Stell ich hier erstmal ab und dann können wir mal gucken. Sehr gut. Ja, jetzt sind wir hier in Schwerin mit unserem neuen Reetdachhaus. Haben wir jetzt seit 3-4 Monate ungefähr. Genau. Ende September was gekauft. Und jetzt starten wir hier alles mal eine Nummer kleiner. Hier stehen wir erstmal in der zukünftigen Küche. Genau. Es ist, ja, hier wurde irgendwie schon mal ein bisschen dran rumgebastelt. Ja. Und dann haben wir dann hier hinten dann noch das unsexy Badezimmer. Das Bad des Grauens. So, ein kleiner Raum. Ja. Ein sehr kleiner Raum. Aber ich finde den super gemütlich. Also das wird, denke ich, ein nettes Schlafzimmer werden. Du hast jetzt trotzdem noch eine gewisse Grundhöhe hier. Was haben wir hier? 42. 42. Ja, das reicht. Das reicht. Und wenn du jetzt hier ein Bett hinstellst, hier so 1,50 Meter Kleiderschrank, dein Spanstuhl zum Beispiel. Und total bekloppt, ne? Ja. Komplett Baustelle und großes Loch in der Wand, aber schon mal Möbel reinstellen. Genau. So, der kommt hier aber raus. Ja, der wirkt sehr, der ist sehr wuchtig, ne?
Ja, ja. Ja, abgesehen davon, wenn das, also das wird hier das Wohnzimmer werden. Und wenn dann hier auf der Ecke dann irgendwie so eine Sitzecke steht und nur noch so zwei Sessel davor, das, das ist einfach zu viel hierfür. Brauchst du auch nicht im Wohnzimmer. Ja, das Schönste hier eigentlich ist in dem Raum ja, dass wir hier den originalen Fußboden noch drin haben. In vielen anderen Räumen wurde er schon mal ein bisschen ergänzt, aber der ist wirklich noch komplett so, wie er war und wie er sich gehört, ne? Ja, nur einmal drüber bürsten, ölen, fertig. Mhm. Fast so Gutshausbreite. Ja, das stimmt. Gutshausbreite. Hier sind wir dann im Esszimmer. Genau, hier haben wir genau das, was wir da drüben nicht haben. Hier haben wir so ganz kleine. Also hier ist für den Raum eigentlich die Idee, dass er auch so ganz hell bleibt. Also fast das Erscheinungsbild, was er jetzt hat. Alles so in so einem hellen Cremeton und dann komplett voll mit Bildern. Bilder, 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 Bilder. Durchreiche dann in die Küche. Wo man eine schöne lange Kommode irgendwie lieber da drunter stellen können. Ne? Hier gibt es auf jeden Fall noch eine Doppeltür. Ne? Also genau wie die, auch eine jüngere. Ja gut, damit du es hier mal trennen kann, könntest, genau. Für den Fall der Fälle. Hier irgendwie eine schöne bisschen Dämmung an die Türen ran und dann wäre das hier für Großeltern oder sowas dann nochmal. Ja. So, nebenan kommt ja jetzt sozusagen die zweite Einheit. Genau, richtig. Dann, ne? Deswegen war ja hier auch immer der Cut getrennt. Ja. So, ich würde mal sagen, Leos Küchenstudio, ne? Also die Raumbreite ist fast die gleiche wie drüben. Wenn du dir das jetzt vorstellst, wenn du hier jetzt noch eine Reihe... Na, du kannst es ja hier fast Probe stellen. Dann, ja, ja, eben. Deswegen habe ich es hier ja auch aufgebaut. Ja. Und wenn du es hier hinstellst, hast du hier dieses Fenster so als Durchreicher. Mhm. Dann hier Tür ins Bad und Tür in die Tenne. Fertig. Mhm. Ja. Das war früher die Tenne der Büttnerei. Das heißt, hier ist ein großes Tor dahinter und man hat hier dann das Fuhrwerk reingestellt. Und da war ein kleiner Pferdestall und irgendwie Hühnerstall und die ganzen Biester dann da. Und ja, hier wurden dann halt die Wagen repariert. Ja, und hier soll... Vielleicht später mal mit ganz viel Glück und ein bisschen Zuspruch hier aus dem Ortsteil dann ein kleines Café entstehen. So, dann nimmst du die Böcke? Ja, ich nehme sie. Mani ist oben. Super, genau. Und dann können wir noch ein bisschen was Schönes schaffen. Ja. Wunderbar. Wollen wir hier gleich hier drin streichen? Ja, würde ich sagen. Hier hast du auch noch schön, schön Licht. So. Und die Seite dürfte ja schon trocken sein, ne? Ja, das müsste schön passen, ne? Ich habe ja eh noch was drunter gelegt. Ja. Dass es nicht so auf dem Boden liegt. So. Super. So. Ja, ich habe gerade gemerkt, Leo, ein bisschen feucht ist sie noch. Ist sie noch? Kannst du nochmal Spachtel nehmen und mal drüber ziehen. Ein bisschen viel Farbe. Weiß ich nicht. Das machen wir mal zusammen ordentlich, ne? Das war die erste, die ich gemacht habe, ne? Die andere, die andere, die ist super. Das ist auch runtergelaufen. Ja, höchstwahrscheinlich, weil sie da so doof lag. Ja, bestimmt. Dann ist das da so runtergelaufen. Ja, ja, sicher. Ne? Also es muss ja einen Grund haben. Ja, ja. Ich fusche ja nicht. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Farbe holen und dann streichen, bisschen nachschleifen. Und dann ist es fertig. Genau. Gut, das ist genauso, wie ich mir das immer vorgestellt habe. So wollte ich das im Gutshaus manchmal auch haben. So unkompliziert. So unkompliziert? So unkompliziert. Das wird schon alleine, deswegen liebe ich das Haus hier. So schön unkompliziert. So wie sie ist, ne? Auch die Tür, ne? Oder Leo? Ich glaube, ohne mich wäre es gerade unkompliziert, sie fertig zu streiten und sich zu freuen. Gut, dass ich die andere schon vorgeschnitten habe, ne? Nein, alles gut. Nee, komm, das machen wir jetzt noch, bevor es gleich dunkel wird. Ja. Euch schmeißen wir jetzt raus. Ja. Und dann hauen wir hier nochmal einen Schlag rein, sonst wird es nichts mehr. Stimmt. Ne? Also dann haben wir heute wenigstens noch ein bisschen was geschafft. So, Farbe holen, los geht's. Komm, super. So, tschüss.